Eigentlich dachte ich, hier der Angriff wird scheiße, weil der König hier rechts lang gelaufen ist, wo er eigentlich überhaupt nicht lang laufen sollte. Jetzt ist er sinnlos durch die Mauer durch und ist halt gestorben gleich. Dachte ich mir schon, hey, das wird scheiße. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wir zurück auf YouTube mit einem kleinen neuen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich, wenn wir standardmäßig im Hintergrund, mein Dorf, ihr wisst ja selber. Und ja, das Thema dieses heutigen Videos habt ihr sicherlich schon in der Überschrift gelesen und zwar soll es heute mal um die Kollegen hier gehen und zwar um diese besagten Maxed Miner, die sind glaube ich vor 5 Tagen fertig geworden, auf Maxed eben, also auf Level 4. Ja, jetzt fehlen mir nur noch, hier seht ihr es ja. Jetzt fehlen mir noch die Bowler, die wären in, glaube ich, 4 Stunden fertig. Dann fehlen mir noch diese Mini-Drachen, Baby-Dragon. Der Lava-Hund fehlt mir noch. Und die paar Tränke fehlen mir noch. Aber sonst sind dann alle Truppen soweit schon maxed. Finde ich auch nicht ganz verkehrt, muss ich sagen. Und ich hatte euch ja versprochen, wenn ich dann die Miner maxed habe, habe ich dann vor, auch mal mit Minern anzugreifen. Und das habe ich jetzt die letzten 1, 2 Tage, 3 Tage, glaube ich, jetzt schon probiert. Immer so ein paar, ja, Angriffe, mal mit Erfolg, mal ohne Erfolg. Werdet ihr gleich in meinem Angriffslog sehen. Aber ich werde es euch erstmal zeigen. Und zwar hat mich dieser Kollege hier inspiriert. Wo haben wir ihn denn? Hier, der Kollege Mert Itzgan oder irgendein Türke hier. Der hat mich etwas inspiriert an seiner Truppenzusammenstellung. Ihr seht, er hat Helden mitgehabt. 6 Mauerbrecher, 2 Magier. Dann 44 Miner. Und in der Clownburg hat er noch einen Riese gehabt und einen Max Golem. Die Spells, 2 Poison, 3 Heal und 2 Rage. Und wenn man jetzt mal meine Truppen zur Zusammenstellung anschaut, dann sehen wir hier 44 Miner, 6 Mauerbrecher und 2 Magier. Und die Spells habe ich natürlich dann dementsprechend auch gewählt, dass ich, ach nein, hier unten, dass ich jetzt eben auch 3 Heal und 2 Rage da habe und eben noch die 2 Poison an der Clownburg und einen als normal. Und ja, ich werde euch mal meinen Angriffslog zeigen. Und zwar, ihr seht es schon, es klappt manchmal ganz gut, aber wir gehen jetzt mal 2 Tage oder einen Tag zurück und da sehen wir, ich habe auch zweimal richtig fett gefailt, muss ich sagen. Liegt aber auch immer am Base-Typ, muss man dazu sagen. Aber hier mit zwischendrin, ihr seht es, einmal verkackt, einmal 100% und dann wieder verkackt. Also irgendwo. Ja, ist egal. Ich zeige euch erstmal diesen einen guten, den ich jetzt zu 100% geholt habe. Und zwar handelt es sich um den Kollege Fitchy, irgendwas hier oben, ihr seht. Heißt COC. Hat auch natürlich einen Bomben-Loot am Start. Ihr seht 1,5 Millionen Ressourcen oder sogar mehr. 1,6 Millionen Ressourcen. Und dann noch 8k Dunkles. Die Base, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Base schlecht ist. Sie ist maxed out auf alle Fälle. Der Base-Aufbau ist auch nicht schlecht. Sieht man zwar nicht allzu oft, aber keinesfalls schlecht. Ich werde den Angriff einfach mal starten. Dieselbe Truppenzusammenstellung habe ich gewählt, wie eben auch jetzt in meinen Armeelagern so drin ist. Ich drücke mal auf Start. Ich habe ja von rechts oben angegriffen. Ich muss dazu sagen, bei solchen Typ Base, also bei solchen Base-Typen, klappt diese Taktik wirklich extrem gut. Ihr habt es ja schon gesehen, das waren 100% hier in diesem Angriff. Bei anderen Base-Typen werde ich euch gleich zeigen, klappt es irgendwie nicht so richtig. Da muss ich noch üben. Oder einfach ja, eine andere Truppenzusammenstellung oder keine Ahnung, ob ich da von der anderen Seite angreifen muss oder ich weiß es wie gesagt nicht. Eigentlich dachte ich hier, der Angriff wird scheiße, weil der König hier rechts lang gelaufen ist, wo er eigentlich überhaupt nicht lang laufen sollte. Jetzt ist er sinnlos durch die Mauer durch und ist halt gestorben gleich. Dachte ich mir schon, hey, das wird scheiße. Ihr habt es gesehen. Erst die Clownburg gesetzt, den Riesen und den Golem, dann die Helden hinterher, die Mauerbrecher, damit die Helden in die Base reinkommen und der Golem auch. Und dann erst alle Miner hinterher gesetzt, alle bis auf, ja, ich lasse meistens so 8, 8 bis 10 lasse ich immer noch in der Hinterhand, damit ich die, ihr werdet gleich sehen, später setzen kann. Weil jetzt seht ihr gleich, die gesamte Base-Hälfte ist frei. Aber ihr seht, es läuft natürlich keine einzige Truppe in die Mitte rein. Und dafür sind jetzt eben diese besorgten 8 bis 10 Miner hier unten noch zuständig. Jetzt habe ich sie gesetzt und ihr seht, die laufen jetzt ganz schnurstracks geradeaus hier mitten in die Mitte rein, dann noch ein Rage drauf gehauen unten hier, war zwar vielleicht ein bisschen sinnlos, aber ich habe es einfach gemacht und zack, da meiner, da gehen sie genau zum Rathaus rein, die 2 Tesla-Spulen noch ganz flink weggeholt jetzt, das Rathaus ist auch nur eine Sache der Zeit, eine Frage der Zeit. Und ihr habt es gesehen wirklich, also so muss es sein, so, also ich hätte nicht gedacht, damit es ja 3 Sterne werden auf alle Fälle. Aber er hatte, glaube ich, auch die Clownburg leer gehabt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, damit es ja 3 Sterne wären. Am Ende waren es sogar ziemlich klare 3 Sterne. Es war zwar kein Overkill, aber ihr seht, ja, es leben noch genug Miner. Death-Gebäude sind jetzt gar keine mehr am Start, bis auf den Magierturm hier unten noch. Und das war's.
ein Armeelager, eine Bauhütte und ein Elixiersammler ist noch am Start. Die zwei Helden leben noch, also knapp. Und die ganzen Miner gehen jetzt noch auf die Bauhütte drauf und auf den Elixiersammler und das war's. 100%, 19 Pokale, den gesamten Loot mitgenommen, vor allem die 8K Dunkle ist richtig geil. Ja, wenn es immer so laufen würde, natürlich keine Frage, dann würde ich diese Taktik immer problemlos weiterempfehlen. Aber wir schauen uns jetzt mal, ich werde ganz kurz zeigen hier noch, die ganzen Bases, wo ich gewonnen habe, die haben einen ähnlichen Aufbau. Hier seht ihr, ist auch so ein bisschen ein ähnlicher Aufbau. Aber jetzt gehen wir mal herunter auf so ein, wo ich ja gefailt habe, sage ich mal. Und zwar hat dieser Base, dieser Kollege hier, eine ganz komplett andere Base. Hier bin ich mir einfach nicht ganz sicher, wie ich hier angreifen soll. Ich weiß nicht genau, ich habe hier so blöd angegriffen. Ich werde den Angriff mal kurz zeigen. Ich hatte eben, ja, genauso angefangen, die Clownburg gesetzt, dann die Mauerbrecher gesetzt, alle Helden hinterher. Die sind laufen natürlich auch direkt rein, dachte ich eigentlich, das könnte recht gut werden. Aber was ich denke, mein Fehler war dann, glaube ich, ihr werdet es gleich sehen, ich habe die Miner nicht auf einer Seite gesetzt, sondern ich habe die Miner eben, ja, zweiseitig gesetzt. Ihr seht, rechts einmal und jetzt habe ich noch links die Miner hingesetzt und ich glaube, darin lag der Fehler, meines Erachtens. Weil ich denke, man muss die Miner wirklich so setzen, damit man mit wenigen Heal-Spells und mit wenigen Rage-Spells, ja, also die meisten Truppen halt trifft, erwischt, heilen kann, ragen kann. Und das habe ich hier eben nicht gemacht. Ihr habt es gesehen, also das ist jetzt, ja, ärgerlich, einfach ärgerlich, muss man sagen. Es hat hier zu nichts gebracht. Alle Miner rechts sind schon tot und links sind auch nicht mal viele da. Meine ganzen Spells habe ich schon verkackt gehabt, also schon versetzt gehabt. Ja, wie gesagt, da bin ich noch nicht so der Profi, hier kommen noch die restlichen Miner, wo ich eigentlich dachte, die gehen dann aufs Rathaus, aber die gehen eben auch noch auf den X-Bogen drauf, aber ihr seht, der eine Inferno rostet jetzt noch und die X-Bögen schießen drauf und da war dann schon klar, hey, das wird scheiße, ich habe dann glaube ich auch abgebrochen gehabt oder habe ich es laufen lassen, keine Ahnung. Jedenfalls war's Rotz. Also, da muss ich wirklich noch üben, ist peinlich, aber passiert einfach, vor allem, das ist so eine Scheiße einfach, man hat ewig nichts gefunden, dann findet man wieder mal einen aus der Titanliga 1, wo man, ich hätte 20 Pokale holen können oder 19 Pokale. Und ich dachte einfach, ich muss den jetzt angreifen, sonst habe ich wieder niemanden gefunden innerhalb von 2 Stunden oder so. Habe ich angegriffen und verkackt. Das ist richtig, richtig belastend einfach wieder mal, aber naja. Keiner ist perfekt. Wollte ich einfach mal gezeigt haben, die Maxed Miner, was ich euch versprochen hatte, Live-Angriff ist natürlich nicht möglich, weil wie gesagt, wenn ich hier 1-2 Stunden suche, da brauche ich kein Live-Video zu machen, das ist Quatsch. Und live ist es am PC nochmal schwerer, hier irgendwelche guten Angriffe zu machen. Und deswegen habe ich euch die Wiederholung gezeigt. Ihr seht, die letzten Tage habe ich eben immer mit dieser selben Zusammenstellung angegriffen. Den letzten Angriff habe ich vor 12 Stunden gemacht. Also gestern Abend, am Samstagabend. Ja, wie gesagt, da muss ich noch üben. Vielleicht doch mal die Truppenkonstellation etwas verändern. Ich hatte ja auch schon im Devlog hier, es greifen eigentlich, wenn man angegriffen wird, dann wird man höchstens angegriffen mit Bowlern oder mit Minern. Andere Truppen werden überhaupt nicht mehr genutzt, beziehungsweise es hat mich vor 3 Tagen inzwischen schon wieder einer angegriffen mit anderen Truppen und ihr seht, er hat gefailt. Eine einzige Death, glaube ich, diese Saison, die ich gewonnen habe. Aber sonst, wie gesagt, Miner, also alles. Alles Miner oder Bowler, also naja. Kann man nichts zu sagen, aber ich muss euch auch sagen, wenn ich angreife, dann habe ich bisher auch nur mit Minern angegriffen oder eben mit Valkyren. Andere Truppen kommen für mich auch nicht mehr in Frage hier. Das ist halt so. Das ist halt die Spielentwicklung, aber ich denke, Supercell wird dann im September, also jetzt vielleicht Ende September, wenn das große Update rauskommt, da wieder eine Veränderung reinbringen, hatten sie angekündigt gehabt, dass da etwas verändert wird, dass es nicht mehr so leicht möglich ist, 3 Sterne zu holen. Finde ich gut. Wiederum finde ich es natürlich auch blöd, wenn man jetzt selber angreift und dann immer wieder Angriffe verkackt, ist es natürlich auch ärgerlich wieder. Aber na gut, ich denke, es wird sich wieder ausgleichen, wenn man dann mehr Deaths gewinnt, aber eben auch mehr Angriffe verliert, sage ich mal. Hoffentlich gleicht es sich so ein bisschen aus. Da habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Und ja, ihr seht, hier oben habe ich meine meine Bowler. In 3 Stunden und 37 Minuten habe ich dann auch auf Level 3, also maxed. Werde ich dann vielleicht auch mal irgendwann ausprobieren, aber wie gesagt, erstmal will ich mit den Minern etwas Sicherheit hier reinbringen, ins Spiel wieder mal ein bisschen angreifen, ein bisschen üben. Ich bin ja derzeit auf 5130 Pokalen. Es stagniert etwas, muss ich sagen, ich komme nicht so richtig weiter irgendwie. Natürlich findet man manchmal viele Gegner, manchmal findet man weniger Gegner.
wird auch damit viel zusammenhängen, aber ne. Was wir machen, muss man dranbleiben. Der Spielspaß geht auf alle Fälle meines Erachtens nicht verloren, bei mir zumindest nicht. Mir macht es weiterhin Spaß, Clash of Clans zu spielen. Deswegen werden auch weiterhin aktiv Videos kommen, natürlich einmal die Woche. Versuche ich ein Video rauszuhauen und ja. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, lasst mal einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn euch das Video mit diesen Maxed Minern gefallen hat. Beziehungsweise schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch mit Minern angreift und ob ihr vielleicht etwas, ja, ich sage jetzt mal Verbesserungsvorschläge für meine Truppenzusammenstellung habt. Oder eben, ja, meine Angriffsweise, keine Ahnung. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ich wäre da wirklich sehr dankbar drüber. Ihr wisst, ich bin kein Profi, ich will einfach nur Videos machen, wo ich zeige, wie ich angreife, was ich schlecht mache, was ich vielleicht gut mache. Und ja, in dem Sinne wirklich sagen, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Christian.